Also wieder eure Tino und Katrin. Heute mit einem ganz besonderen Anlass. Denn Katrins Tino Channel feiert seinen ersten Geburtstag mit Kuchen, mit Kerze und was zum Auspacken. So. Muss ja sein. Ja. Klingt ein bisschen mitleiderregend, aber okay. Ja, ihr Lieben, hier sind die Schleichneuheiten 2017 drin. Habt lange genug gewartet. Den roten Venusianer habe ich euch ja schon gezeigt. Hier sind noch weitere Modelle drin. Die präsentiere ich euch gleich, ja? Über 230 Videos, über 180 Abonnenten. Wow, Dankeschön. Dankeschön für eure Treue. Danke fürs immer wieder reinschauen, liken, kommentieren, was auch immer. Ja, und eure privaten Nachrichten auf Facebook, auf meinem Facebook-Kanal und so weiter, wo ihr mir da überall so beschreibt. Freue ich mich immer wieder dran, weil ich will euch jetzt nicht lange auf die Folter spannen. Karton habe ich schon geöffnet, aber noch nicht reingeschaut. Ich bin gespannt. Ich sehe, wie viel Blüchen dann zum ersten Mal live. So, der kommt später dran. Voila! Unboxing-Time! Interessant. Das ist ein Dreier-Set. Ja, Velociraptor gefiedert und noch einige andere. Sehr interessant. Mal schauen. Schön, schön, schön. Oh ja. Der sieht klasse aus. Mit beweglichem Unterkiefer. Das ist super. Der andere nicht. Gut, stellen wir erstmal beiseite. Kommen wir später zu. Ah, was haben wir denn da? Oh ja. Das ist der Vario-Daus. Packen wir gleich mal aus. Ach, schön, schön, schön. Sauber wie Weihnachten, oder? Geht mal großer. Da ist er. Nehmen wir mal beiseite. Okay. Ja. Interessant. Ja, die review ich natürlich so schnell wie möglich. Ist klar, ne? Safari-Neuheiten sind ja auch noch offen. Drei Stück, die noch gezeigt werden müssen. Kommt auch alles noch. Ja, wunderbar. Brachiosaurus. Weiter geht's. Aha, der ominöse Allosaurus 2017. Und gleich. Schau weg mal aus. Ein bisschen breites Gesicht, vielleicht kann man es so sehen, aber ich zeige ihn gleich nochmal richtig. Der Maul lässt sich öffnen. Okay. Aha. Etwas zu lange Beine, zu dünne Beine, wie ich finde, über große Füße, aber gut. Ich denke, das haben die extra so gemacht, damit das Modell besser steht. Er wirkt so aus dieser Perspektive recht dünn, aber gut, alles weitere gibt es dann im Review. So an sich ist er schon schön gemacht mit einem Mammut. Hallo Sonus. So, und einen haben wir noch. Auf den habe ich mich besonders gefreut. Das ist der. Stellen wir runter. Der Stegosaurus. Schön gemacht. Kann mit dem Kentrosaurus mithalten. Ja, der absolute Spitzenmodell von Schleich ist der Kentrosaurus. Genau. Und der ähnelt ihm sehr. Ja, bei Gelegenheit werde ich die beiden mal miteinander vergleichen. Aber so, von der Machart her, erinnert er sehr, sehr stark an den Kentrosaurus. Also die Pose ist identisch. Ja, die Körperhaltung und das alles ist sehr identisch zum Kentrosaurus. Auch die Gestaltung der Haut hier. Fast 1 zu 1 könnte man sagen, aber dazu bräuchte ich den Kentrosaurus jetzt direkt als Vergleich. Aber auch der liegt im Lager. Doch. Ja, wunderschön. Das sind schon mal diese drei hier.
Und die Velociraptoren hier, die Dromaeosaurier hier, ne, diese Gruppe, dieses Dreier-Set. Ja, die Links zu all diesen Modellen findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Ja, wunderbar. Dann zeige ich euch das nochmal vom Nahen und dann packe ich das Ganze mal aus. So ihr Lieben, das sind erstmal die drei Figürchen in ihrer Box. Ne, ein Dreier-Set gibt es so zu kaufen, wusste ich auch nicht. Ich habe die bis jetzt auch nur separat angeboten gesehen, finde ich ganz, ganz spannend. Schöne Box. Zeige ich nochmal die Box ringsherum. So sieht das Ganze dann aus. Hier kann man noch weitere Details sehen. Nochmal hier so den grünen klassischen T-Rex von Schleich. Hier den Riesenvulkan, den ich mir auch noch irgendwann zulegen werde. Und weitere Figürchen, die man von Schleich noch so erwerben kann. Und da sind sie nochmal. Die drei Figuren aus diesem Set. So, jetzt habe ich die drei erstmal so aus ihrem Karton rausgeholt. Die stehen natürlich noch hier auf diesem Podestchen hier. Das ist wirklich sehr, sehr schön gemacht. Hier ist eine Landschaft zu sehen, wo die dann draufstehen. Na, das kann man auch direkt behalten, zum Fotos machen oder so, wie auch immer. Ich denke, das werde ich auch behalten. Das sieht sehr, sehr schön aus. Da kann man auch schön Figürchen präsentieren drin und so weiter. Und jetzt hole ich noch mal eben die Figürchen hier aus der Box raus. Da haben wir die drei also. Ein Mikroraptor, der große Utahraptor und ein neues Modell eines Velociraptors von Schleich. Tja, ihr Lieben, das ist also die heutige Ausbeute meines Geburtstags-Unboxings. Ja, Katrin Stevenschenk wird ein Jahr alt. Heute vor einem Jahr wurde dieser Kanal ins Leben gerufen. Und seitdem ist viel passiert. Also nochmals vielen lieben Dank an euch Abonnenten, Zuschauer, was auch immer. Und für alle, die da noch kommen. Ja. Heute dabei Schleich Allosaurus 2017 mit beweglichem Unterkiefer. Der wunderschöne neue Stegosaurus von Schleich aus dem Jahr 2017. Der neue Brachiosaurus in Grün. Dann das Raptoren-Set von Schleich. Lohnt sich echt zu holen. 15 Euro ungefähr kostet dieses Set. Wie gesagt, Link zu allen Modellen findet ihr nochmal in der Videobeschreibung, wenn ihr dann nochmal schauen wollt. Ein nagelneuer Velociraptor, völlig neues Design. Ein Utahraptor mit beweglichen Unterkiefern, mit beweglichen Armen. Sehr, sehr schön. Auch das Figürchen gefällt mir doch recht gut. Und ein kleiner, niedlicher Mikroraptor hier mit in diesem Set. Ein gefiedertes Raptoren-Set. Ja, auf der Verpackung nicht näher deklariert, was das für Figürchen sind. Es nennt sich einfach nur gefiederte Raptoren. Ja, aber trotzdem sehr, sehr schön. Ja, ihr Lieben, ich feiere noch ein bisschen Geburtstag hier und verabschiede mich in diesem Sinne. Ich habe ja noch ein kleines Küchlein. Diese wunderbare Kerze. Guten Appetit. Bye, ihr Lieben.